Willkommen zur heutigen News for You Ausgabe. Top Film News. Mortal Kombat Film. Lange haben Fans der populären Spielreihe Mortal Kombat von Midway Games darauf gewartet und endlich geht es voran. James Wan beginnt mit der Produktion der seit geraumer Zeit geplanten neuen Spieleverfilmung der Reihe. Die Dreharbeiten der New Line Cinema Production von Warner finden noch in diesem Jahr in Australien statt. Statt selbst die Regie zu führen, hat Produzent James Wan für den Posten den mehrfach ausgezeichneten Werbefilmer Simon McQuoid an Bord geholt. Das Drehbuch zur Spieleverfilmung stammt von Greg Russo, der auch die Vorlage für das Filmreboot der Resident Evil-Reihe schreiben soll. Erste Skripte wurden Oren Uziel, bekannt aus Mortal Kombat Rebirth, und Dave Callahan, The Expendables, geschrieben. Über eine Besetzung des Films ist noch nichts bekannt, doch das dürfte sich im Hinblick auf den baldigen Drehstart in Kürze ändern. Kurz News: The Witcher-Serie. Wann startet The Witcher auf Netflix? Wie das Blog Recapped in Erfahrung gebracht haben will, startet Staffel 1 von The Witcher am 20. Dezember 2019. Star Trek Picard. Während Netflix bereits für Star Trek Discovery die internationalen Rechte sichern konnte, muss der Streamingdienst nun eine Niederlage einstecken. Amazon Prime bringt die neue Star Trek-Serie nach Deutschland. Top Gaming News: Stronghold Next. Das neue Stronghold hat sein Gameplay-Debüt auf der kommenden E3. Firefly kündigt in einem YouTube-Video an, das mittelalterliche Echtzeit-Strategiespiel in einer Alpha-Version zu präsentieren. Dieses trägt bislang den Arbeitstitel Stronghold Next. Bei dem neuen Spiel wird es sich nicht um ein echtes Stronghold 4 handeln, sagt Nick Tannehill, Marketing Director der Firefly Studios. Denn Stronghold Next bekommt einen vollkommen neues Setting und soll wie Crusader eine Art Ableger der Serie werden. Eine Absage erteilte Firefly für Stronghold Next, einer vermuteten Epic Store Exklusivität. Das Echtzeitstrategiespiel wird zumindest vorerst nur auf Steam erscheinen. Ein wichtiger Grund dafür sei die einfachere Verwaltung von Multiplayer-Partien, die einen wichtigen Teil des Gameplays ausmachen werden. Und die Errungenschaften, von denen es wieder viele geben soll. Kurz News: World of Warcraft Classic. Nachdem WoW Classic nun ein Release-Datum hat, gibt Blizzard in einem Interview einen Ausblick auf das, was nach den Vanilla-Servern folgen könnte. Bei Erfolg eventuell Server für The Burning Crusade und Wrath of the Lich King. Blood Bowl 3. Blood Bowl bekommt im nächsten Jahr eine Fortsetzung. Blood Bowl 3 wird analog zu einem überarbeiteten Regelwerk veröffentlicht. Top Technik News: Ryzen 3000 Mainboards. Wie VCF Tech berichtet, handelt es sich bei dem jüngsten Ryzen 3000 Leak um ein AM4 Mainboard mit X570 Chipsatz, das Colorful CVN X570 AK Gaming Pro. Interessant dabei: Auf den Bildern ist ein Lüfter auf dem Chipsatz zu sehen, wie schon bei einem vorherigen X570 Board von BioStar. Da stellt sich die Frage: Bedarf der X570 Chipsatz mit PCI Express 4.0 für die kommenden 3000er Mainboards etwa aktive Kühlung? Auf dem Bild oben fällt ein Detail sofort ins Auge: der leuchtend rot designte Lüfter über dem Chipsatz. Gerüchten zufolge hat der AMD X570 eine TDP, thermische Verlustleistung, von 15 Watt. Ob das zwingend eine aktive Kühlung voraussetzt, ist bislang aber noch offen. Der Kühlkörper scheint zudem auch die M2 Steckplätze für SSDs mit abzudecken. Kurz News: Samsung Galaxy Fold. Im Fall der verschobenen Veröffentlichung des Galaxy Folds setzt Samsung auf Transparenz und veröffentlicht Details zur Überarbeitung. Nvidia. Laut eines neuen Gerüchts soll Nvidia den GDDR6 Videospeicher auf aktuellen GeForce Grafikkarten um weitere 2 GHz auf effektive 16 GHz anheben. Das war die heutige News for You Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut! Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao. Euer Ed.